Digga, den werde ich jetzt so ficken, den Wichser. Gerade rechtzeitig aufgewacht. Jo, du Wichser! Hände hoch! Jo, oh. Hände hoch! Was machst du hier, du kleiner Hund? Hä? Nix, alles gut. Nee, gar nichts, nix. Stell dich an die Wand, sofort an die Wand stellen. Und Hände oben lassen, Junge. Stell dich an die Wand, nicht an die scheiß Mülltonne. Jo. Ich hab dich ganz genau hier beobachtet. Was soll die Scheiße? Alles gut. Wie alles gut? Ganz schlechte Idee, was du hier gemacht hast. Ich hab auch nichts Schlimmes gemacht, Mann. Das ist hier Privatgrundstück, Mann. Kannst ja nicht einfach rumspielen. Nein, das wusste ich nicht. Gehören die Mülltonnen auch zum Grundstück? Danke für die Antwort. Schnauze. Ey, bitte lass das Essen und Trinken, Mann. Schnauze, Mann. Jo, Mann, ich... Soll Schnauze ich... jetzt! Jo, Kevin, warum gehst du nicht an dein scheiß Telefon? Ich hab Akku leer gehabt, Alter. Der Wichser hat, als ich gerade aufgewacht bin, wollte unsere Graffitis übercrossen draußen. Und rumsprühen. Wie heißt du? Das kann ich leider nicht sagen. Ich schäme mich. Was kannst du nicht sagen, Wichser? Was kannst du nicht sagen, hä? Ich kann dir meinen Ausweis geben, wenn er mich entfesselt. Halt deine Fresse, weißt du, wer ich bin? Nein. Ich bin Kevin aus Crossfit, mir hat der Wiffbach gehört. Und das hinter mir ist der Clubbesitzer. Ach so, ja, ich weiß, wer du bist. Weißt du, wer ich bin? Ach so, man kriegt Kevin aus Kreuzberg, aber Kreuzberg nicht aus Kevin. Ey, Olaf, schau mal kurz weg. Bitte, schau mal kurz weg. Nein, bitte nicht. Du kleiner Wichser. Du bist kein Mann. Ich bin kein Mann? Du schlägst jemanden, der gefesselt ist. Du Hundesohn. Ja, Hund? Ah, ich bin ein Hund. Lass dir es gefallen, Kevin. Ich brauch Arschloch. Kurz dein Messer. Ich bitte nicht. Bitte, Kevin. Du kleiner, verfickter Hundesohn. Du Schweinehund, willst du mein... Jo, wo ist er hin, Mann? Wo ist er? Weiß nicht, gib mal mein Messer wieder. Was machen ja. Die denn da, Digga? Die sind ja sowas von unfähig. Wir kriegen das nicht hin, Alter. Warte, fuck jemand. Ey! Yo! Ey, yo! Der scheiß Gabelstapler. Yo, ja, bitte. Warte ganz kurz. Ich komme in 2 Minuten wieder mit einem Fahrzeug, wo ich das Ding umdrehe. Okay? Okay. Jo, jetzt habt ihr ihn ja schon umgedreht. Jetzt habe ich extra mein Auto geholt dafür, Mann. Es klatscht gleich. Was klatscht gleich? Nicht bei dir. Das ach so. Naja, Thema guck mal hier unter dem Auto. Da steht Vin Diesel, Digga. Thema, warte. Ey. Hallo. Scheiße, Alter, du voll in den Klopfen noch, Alter. Ey, yo! 20. Scheiße, Mann, sorry, Mann. Olaf, drück ihn einen rein. Ah. Oh. Stehen bleiben! Ey! Denn jeder bleibt jetzt hier stehen. Scheiße, Alter, was hast du mit Auto dir gemacht? Jetzt einmal yo, Dofi, guck mal unter meiner Motorhaube. Da ey, Sophie! Unter der Motorhaube steht Vin Diesel, schau mal nach! Ja, jo, Dofi! Ja, was ist denn da? Nein. Steh mal vorne, Vin Diesel, Goofy! Goofy, guck mal vorne! Ja, ganz vorne! An der Motorhaube! Guck, da steht Vin Diesel! Vin Diesel? Ja, Hamza! Nein! Hamza, komm rein in die Karre hier! Wo denn? Wo bist du denn? Alter. Lass abhauen hier, yo! Und ihr was von uns? Weiß nicht. Einmal aussteigen. Hallo? Wieso? Was ist los? Jo, hallo. Okay. Was ist denn los? Okay. Nee, wir suchen sie nicht. Also ihre Stimme erkenne ich, sind sie ja scharf? Ja, genau. Ja, nee, alles gut, wir suchen sie nicht. Aber da ist ein Fahrzeug, das sieht aus, ähnlich aus wie ihres. Das hat gerade einen Kollegen angefahren. Nee, keine Ahnung. Wir begutachten hier gerade den Stripclub. Also unseren ja, Stripclub. Alles gut. Schönes Auto haben sie dann. Ja, danke schön. Dann schönen Abend noch. Gleichfalls, ja. Ciao. Ich glaube, die haben soll ich dir was sagen? Ja, ich glaube, die suchen dich, Digga. So ist es. Ja. Weil getötet Simon und ich hab gesagt, verpisst euch, Alter. Ja, richtig. Deswegen hab ich nicht weitergeredet. Und soll ich dir auch sagen, warum? Weil ich nicht abgehauen bin gerade. Weil ich einfach stehen geblieben bin und gefragt habe, was ist los? Genau. Ich will sofort abhauen und so, aber es war gut gemacht, Alter. Was für ein Vollidiot. Ali! Yo, Ali! Was geht, Kevin? Au, Mimi! Was geht, Alter? Was mach ich denn? Was macht ihr? Gerade aufgewacht, oder was? Nein, ich bin schon länger hier. Wo kommst du denn gerade her? Warst du im Gebüsch kacken, oder was? Nein, ich war im Krankenhaus und jetzt habe ich kurz Essen geholt. Bist mit deinem Fofi noch eine Runde spazieren gegangen, sagst du? Ja, mit Hundesohn halt. Der braucht ein bisschen... Der muss ein bisschen scheißen und so. Hat er einen feinen Pipi und Kaki gemacht, oder was?
Ja, natürlich, natürlich. Hast du mit Hundetüte weggemacht? Niemals, was denkst du? Ich putze Scheiße, oder was? Scheiße, du musst wegmachen, ja, sonst treten wir drauf. Ja, ist so. Ja. Ich hab doch neue Lachs, du. Gut, ey, ja. Bruder, wir fahren weiter. Ich melde mich wegen Hausmeister Jump. Ali, wir hören uns, ja? Jalla. Ja, kein ciao, ciao. Problem, haut rein, Jungs. Ciao. Mach's gut, ciao, ciao. Jo, was geht, Bruder? Casino jetzt offen, oder nicht? Jo, jo, ist offen, Digga. Ist offen? Hast du gelesen? Nee, ja, hab ich nicht. Jetzt seh ich's. Oh, okay, easy. Schau mal, was da noch steht. Schau mal, was da noch steht, Digga. Meine geht Damen und Herren, Dortmund. Ja, perfekt, super, Digga. Perfekt, Digga, jalla, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Aber zum Glück sind wir auch gut angezogen, Alter, jetzt weil wir einen Stripclub haben. Müssen wir uns jetzt immer umziehen. Wir müssen das hier noch umbauen, noch, damit du Bescheid weißt, ja? Ich brauche hier noch einen roten Teppich und sowas, Digga. Roter Teppich, Alter, wir müssen keinen Eintritt zahlen. Da ist auch nichts los hier, Mann. Alter, ich hab 10.000 eingezahlt und dann 10.100. Ich glaube, ich zahle aus, Alter, 100 Euro plus. Ja, man hat das Gefühl, die Automaten können nicht gut bezahlen. Also ich habe noch nie mehr als in einer Linie 6.000 bekommen. Und das ist auf einen Tausender. Jetzt rede ich gerade drüber. Es muss locker 6 Millionen oder so sein. Alter. Ja, safe, auf jeden. Ich habe gerade auch 3 Siebener, ich habe 150 gewonnen und 100 Einsatz. Ja, das ist... Ja. Kurze Frage, an welchen Spielautomat, welche Farbe muss ich? Wenn du Glückstickets haben willst, die grünen. Die grünen, okay. An den grünen gibt es nur Glückstickets. Die lohnt sich am meisten, oder? Ja, richtig. Da hast du die Chance, Glückstickets zu gewinnen. Das Casino hätte sehr viel mehr Potenzial auf jeden Fall, Digga. Mhm. Roulette gibt's hier nicht, ne? Ich glaube nicht, nein. Nee, auch nicht. Ja, alleine, dass du bei Blackjack also gegen deinen Homie spielst und nicht gegen den Dealer. Also das ist eigentlich gar kein Blackjack. Ey Jungs, oh, mein Glücksticket. Kann mir jemand kurz meinen Arsch bitte kratzen, Alter? Ich bin gerade so konzentriert. Soll ich dir ein Ding geben? Wieso? Was für Ding, Junge? Ich kenne den Besitzer von dem Club, von dem Casino. Ja, was geht da? Komm. Einfach ein Club-Ding. Auto! Auto, Junge! Was hast du? Auto gewonnen! Super, danke dir. Was hast du? Das Auto gewonnen. Mal gucken, was du hast. Lauten! Piss dich, Junge! Junge, was für Auto? Hey, Olaf! Ja? Willst du wissen, wie viel ich auf meinem Ding-Konto habe? Firmenkonto hier? Sag. Sag ihm das mal. Sag's ihm. 300 Millionen. Du Mannsohn! Ja! Ja, kein Wunder, weil das Casino über 50% nimmt. Ja, Bruder, so läuft das halt. Wie, kann ich dir noch was zu trinken bieten, Olaf? Nee, vielleicht eine Massage von einer Thailänderin, Digga. Vielleicht bitte die 3 Millionen einmal geben, die du mir noch schuldest. Ja, kannst du mal rüberkommen, ich zeig dir mal, was noch 3 Millionen wert ist, Digga. Warum kann ich das Coupon Millionen nicht einlösen, Junge? 300 Millionen? Jo, hallo, 300 Millionen? Jo, aber so. Das ist mein Casino, du sagst so. Ist das so üblich, dass man hier fremde Fahrzeuge beschädigt? Nee. Haben Sie etwas mehr Respekt vor dem Gut anderer Menschen? Wenn Sie das Casino betreten wollen, dann zeigen Sie etwas Respekt und Sie dürfen eintreten. Das ist ein feines Etablissement und die Menschen hier haben uns beauftragt, die Eigentümer haben uns beauftragt, hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Hey, yo, du kannst mir mal einblasen, yo. Dann holen Sie ihn raus, den kleinen Schniedelwurz. Ja, in der Stadt erzählt man ja auch, dass sie bisexuell sind. Ich weiß, wer sie sind. Gehen Sie ruhig rein. Hab ich aber erst spät gecheckt. Sie Arschloch. Digga, ich hab wieder so ein Scheißauto gewonnen, Mann. Jo, gönn dir, Digga. Gönn dir. Immer schön weiter damit. Unser bester Kunde. Hab ich Ihnen heute schon gesagt, dass Sie ein wunderschöner, netter Kerl sind? Ich liebe Sie von ganzem Herzen. Entschuldigung? Sie sind der Beste. Gib mir mein sehen Geld. Sie dich. Dass mein Stammkunde hier gerade an der Kasse ist. Verpissen Sie sich, ja? Wollte nur kurz fragen, wo der Geldautomat ist. Genau vor Ihnen. Rechts vor Ihnen. Olaf, immer schön weiter, mein Schatz, ja? Wenn du Geld brauchst, leih ich dir gern was, ja? Nee, ich möchte meine 3 Millionen vom Blackjack irgendwann nochmal wieder haben. Da hast du mir dein Wort drauf gegeben.
Stimmt. Noss, ich muss ihnen 3 Millionen zurückgeben, weil die wurden vom Blackjack einfach aufgesaugt. Und ich bin... Hast du keine 3 Millionen auf dem Konto? Doch, ich habe 300 Millionen, Digga. Olaf, nee, ich habe auch eine gute Millionen Nachricht. Ich habe auch noch eine gute Nachricht. Ja. Und zwar wird gerade das komplette Blackjack-System und alles neu bearbeitet. Ja, das hatte ich auch schon bei der Bauantrag angesprochen. Ja. Komm Folge mal. Jojo heute oder was? Komm mal her hier. Weil du immer so ehrlich zu mir warst, muss ich dir jetzt eine Sache aber auch nochmal sagen. Die wird dir vielleicht auch nicht gefallen. Also. Ich auch keine, oder was? Nee, Digga. Erzähl. Was hast du angestellt? Achso, holen wir jetzt Zigaretten raus oder was? Oh ja, okay. Moment. Also. Jo, erzähl mal. Wenn du mir sagst, dass du die Steffi gefickt hast, fick ich deine Mutter, Digga. Nee, das habe ich nicht. Das will ich nicht. Okay, machen. Ja, dann ist es gut, Digga. Also. Mein Stripclub wird ja auch gerade umgebaut, das weißt du ja, ne? Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass du deinen Automaten reinstellen willst, dann fick ich dich auch, Digga. Ich werde Automaten da reinstellen. Wie viele? Das weiß ich noch nicht. 3, Digga. Mehr geht nicht. Ja, da wollte ich auch noch drüber mit dir reden. Weißt du wieso? Ich sag dir wieso. Dass wir unsere Öffnungszeiten anpassen müssen. Wir können nicht um dieselbe Uhrzeit öffnen. Das funktioniert nicht. Und das würde auch keinen Sinn machen, verstehst du? Ja. Weil sonst sind alle meistens immer hier. Und das möchte ich nicht. Ja, da können wir uns absprechen. Konkurrenz belebt das Geschäft, Digga. Und genau, ich sag dir ganz ehrlich, Digga, 300 Millionen auf dem Konto, bist gemachter Mann, Digga. Auf jeden Fall, Digga, auf jeden Fall. Ja. Mein Geld ist auch dein Geld, weißt du, was ich meine? Dafür ist das Geld in Buxtehude auch mein Geld. Einverstanden? Ja. Das Ding ist ja, da sind wir auch mal ganz ehrlich. Sind die ungefähr gleich, ne? Du kannst ja auch mit dem Geld hier gar nichts anfangen, Digga. Stimmt. Was willst du mit 300 Millionen hier in Dortmund? Ja, stimmt. Da gebe ich die 100%. Deswegen sage ich dir ja, mein Geld ist auch dein Geld. Die vierte Person, die das erfährt. Meine beiden Geschäftspartner wissen das. Und natürlich das Bauamt. Und ich habe es dir jetzt gesagt, damit du es von jemand anderem hörst. Ich werde ein Untergrundcasino da reinbauen lassen. Finde ich super, Digga. Wir können darüber reden. Wie wär's denn damit, Digga? Ich mache dir jetzt ein einmaliges Angebot, weil du Olaf Scharf bist, Digga. Mhm. Mein Bruder. Mhm. Und nicht zu vergessen, habe ich mir mal den Arsch aufgerissen, damit du diesen Daten bekommst, ja? Mhm. Wie wär's denn? Okay, nicht Arsch aufgerissen, aber ich habe 1/2 Stunde meines Zeits aufgerissen, Digga. Eine halbe Stunde sind manchmal zu viel, weißt du, was ich meine? Ja. So, wie wär's denn, wenn du mir Anteile an den Automaten gibst? Ich stell dir die Automaten hin, meine Firma. Und wie wär's denn, wenn wir auch noch ein Wettbüro bei dir reinstellen? Mit originalen Wetten. Das heißt zum Beispiel, wenn morgen Bayern gegen Mainz spielt, dann gibt's hier Quoten auf staatlichen Dingern, weißt du, was ich meine? Und die übernehmen wir 1:1, Digga. Werde ich eine Nacht drüber schlafen. Genau. Und dir Bescheid sagen. Und jetzt gib mir meine 3 Millionen, du Wichser. Warte draußen, ich hol sie schnell vom Tresor, ja? Danke dir. Ich bitte dich dazu, genau. So. Okay, Olaf? Jo, was geht? Wo kommst du denn da raus? Ich hatte mich mit Marcel gerade unterhalten. Ach so, Marcel ist da drin, okay. Mhm. Wie geht's dir? Und läuft alles gut? Alles bestens bei dir? Alles gut auch, Digga. Kann mir nicht beklagen. Ich hab gehört, du machst jetzt Dings auf. Strip Club, ja. Mhm. Brauchst du noch vielleicht, ich habe gehört, du hast auch Agatha was angeboten. Suchst du noch männliche Tänzer oder Barkeeper? Nee. Nein? Nee. Oh, scheiße. Mach mal deine Haare auf. Ich kann mir noch eine Perücke anziehen, Mann. Die Mousse habe ich drauf. Ich verstehe immer nicht, warum du die Haare aufmachen kannst, ich nicht, obwohl wir fast die gleiche Frisur haben, Mann. Du hast ja da so einen Katalog mit Nummern, was dein Friseur alles schneiden kann. Du musst dieselbe Frisur, aber von einer anderen Nummer auswählen. Okay, das wusste ich. Dann kannst du das machen. Ja, Agatha, du weißt, ich liebe Agatha vom Herzen. Ich hätte sie gerne bei mir gehabt, aber werde sie bestimmt auch nicht von euch wegnehmen. Ich habe Särgen angeboten, was zu bezahlen. Aber das war eigentlich auch eher, also... Ja, Agatha würde, wenn schon, das auch unbezahlt machen. Und Sergen würde auch kein Geld dafür verlangen, ja, weißt du? Ja, aber Agatha wird nicht von den OGs gehen. Ach, wolltest du ganz so, dass sie zu Dings kommt? Nein. Also am liebsten hätte ich einfach... Ja, aber sie will nicht. Ne? Okay, ja, vielleicht, also wenn es halt echt nur so Dings ist, weißt du, alle paar Tage mal Ballkeeper... Will und wenn sie nicht. Bei uns, wenn... Okay. Will sie nicht. Ich habe schon mit ihr gesprochen, hat auch mein Herz gebrochen. Ja, aber Agatha ist echt loyal. Ja, da hast du recht, Digga. Da hast du recht.
hol dich gerne Automat jetzt nochmal. Ja, okay, ich komme auch gleich. Ja, Bruder, Fassian. Fassian, genau. Ich wollte nur sagen, dass wir heute die Hochzeit hatten, ne, und verheiratet. Hörst du ihn? Nee, er redet einfach nicht, weil. Hallo, Isko! Die Hallo. Zwei Minuten. Was? Kicken rein. Hä? Marcel, ist Sauer? Ja. Komm mal mit. Okay, okay. Nein, nein, nicht stimmen, nicht stimmen. Nein, lass mal mitspielen. Es tut mir leid, ich will dich nie wieder hier. Es tut mir leid, ich kümmere mich drum. Nie wieder will ich dich hier in meinem Büro sehen. Bastard, Digga. Es tut mir leid. Was hat er gemacht? Oh, Marcel, hast du den angeschrien? Ja, ja, ja. Hey, du kannst mich nicht mehr. Oh, du bist ein krasser Chef, Alter. Ja, 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 ja. Nur, dass du laut geschrien hast und wir dich gehört haben, dass du gesagt hast, du soll mal so tun, ne, damit du der coole bist. Weiß nicht, Hamza, willst du gekündigt werden oder was? Oder willst du hinter mir stehen? Ey, kannst du mich auch einstellen, Iris? Wunderbar. Wollen wir ein Bewerbungsgespräch machen? Rick. Leider ist Casino ab 18, Digga. Ja, ich bin 21, beruhig dich. Hamza, kannst du einmal den Rick rausschmeißen, Digga? Ey, ich wurde reingelassen, ey. Nee, hallo, lass sorry. So, Herr Olaf Scharf, Entschuldigung für die Unangenehmigkeiten. Wir haben natürlich die 3 Millionen im Bar dabei. Und falls wieder irgend sowas vorkommen sollte, bitten wir um vielmalige Entschuldigung. Und ich wünsche Ihnen viel Glück mit diesen 3 Millionen. Dankeschön. Nos, Dankeschön. Ich übergebe dir hier mal den Koffer, ich lege ihn dir hin, ja? Ja, danke. Scheiße, alter Junge, also das ist die Kacke von Nist, oder was? Rick, ich muss dir was sagen, Alter. Sophie hat den Finger in deine Frau's Arschbohrer reingemacht. Wie bitte? Hast du einen Arschbohrer gegeben ohne meine Erlaubnis, oder? Nein, nicht Arschbohrer, ein bisschen Kacke rausgeholt, dann ein Isko dran gesmiert, Alter. Was? Ja? Ist halt so ekelhaft, ne? Guck mal, mir wurde ein Tipp gegeben. Nicht, ja? Von einem weisen Mann. Und der meinte zu mir, Arschbohrer sind wichtig und richtig. Nur weil ich existiert habe. Aber er hat mir kein gegeben. Warte, es gibt ein Tüxes Sprichwort. Wer ist das gewesen, Digga? Den fühle ich. Keiner, irgendwie so ein Schwanz. Es gibt ein Tüxes Sprichwort. Schläfst du mit Arsch, die kratzt, ziehst du aus mit Finger, die stinkt. Scheiße, Alter. Junge, du schläfst jeden Tag mit Kacke im Finger, Alter. Halt die Fresse, Kevin. Wann warst du? Liz, wann warst du überhaupt nackt? Wann warst du überhaupt nackt und wann hat er den Finger da reingesteckt? Oder war's ja, ich hab doch gesagt, der Lüb. Also nur für mein Verständnis, wenn ihr heute geheiratet habt, dann habt ihr auch schon die Hochzeitsnacht. Oha. Ja, aber sie lässt sich nicht ist in eine Schießerei geendet. Hast du schon Zambalamba gemacht? Guck mal, Olaf, wenn du mal Stripclub für 2 Minuten geben würdest, was hältst du davon? Echt? Warum? Also meine Zeit kommt seit einer Stunde. Ich weiß nicht. Oder dürfen wir hier Hinterräume benutzen? Weil ich glaube, die haben noch keine Wohnung, die wollen Zambalamba machen. Ja, Mann. Ey, leg nicht mal an seinen Fingern jetzt. Geh weg, Mann. Immortal für Rick ist das kein Problem, weil das ist war der Arsch von Liz. Ey, Olaf, kann ich kurz mit dir reden? Nicht. Ja, Mann, nee, der ist geheiratet, Mann. Du hast daran gerochen. Wir haben zwar kein Zuhause. Ich brauche eine Stelle, wo ich das machen kann. Nein, ist ja, Junge, mein Kacker ist orange, Alter. Aber der Stripclub wird kein richtiger Ort dafür sein, oder? Willst du dort nur tanzen lassen, oder was? Nee, aber wo willst du denn da ficken? Liz ist das Boot, oder was? Da sind doch Stühle und so, hä? Ja, außerdem ist das Stripclub ab 18, ich kann dich da nicht reinlassen. Gibt es nicht ab 16 oder was, so im Bereich für 16 hier? Ich würde auch den Gefallen tun, aber ich geh gleich pennen, Digga. Ey, das sind nur noch 3 Monate, Mann. Nee, heute muss ich sagen, war der Server relativ boring. Also wenig Leute am Start und so. Aber das gehört auch dazu, Digga. Ja, manchmal hat man halt langweilige, oder nicht langweilige, aber unspektakuläre Abende. Und man muss ja auch einfach mal sagen, jetzt hängt alles davon ab, Digga, dass halt auch der Stripclub umgebaut wird. Ne? Darauf freue ich mich auch wirklich schon. Passt auf euch auf, bleibt gesund.